Herzlich willkommen bei Backpackers Guide to the World. Heute geht es zum Bottle Beach Viewpoint auf Koh Phangan in Thailand. Doch dafür muss man zuerst mal zum Bottle Beach selbst. Ich wurde per Jeep von meinem Resort abgeholt, da das im Hotelpreis mit inbegriffen war. Wie man hier sehen kann, ist der Weg unbefestigt und relativ schmal. Daher ist gutes Schuhwerk nötig, doch der Mann vor mir ist den Weg in Flipflops gewandert, wovor ich echt Respekt habe. Man läuft etwa 45 Minuten für einen Weg. Viele Hotels bieten zwar eine Führung an, aber ganz ehrlich, es war gut ausgeschildert und nur ein Weg die ganze Zeit, daher kann man das auch ruhig alleine laufen. Oben angekommen hat man noch die Möglichkeit, auf diesem Felsen, den man hier sieht, entlang zu laufen, doch der eigentliche Viewpoint ist schon ein paar Meter vorher, da das eigentlich schon ziemlich gefährlich ist. Der Viewpoint ist ziemlich weit oben und man kann weit aufs Meer hinaus oder auf die Insel sehen. Hier erkennt man auch mal, wie weit abgelegen der Bottle Beach eigentlich ist, denn drumherum ist eigentlich nichts außer Palmen. Die Boote, die man hier sehen kann, dienen auch zum Erreichen des Bottle Beach, wenn man das nicht per Jeep macht. Das lohnt sich zum Beispiel bei einem Tagesausflug. Mit dieser Aussicht verabschiede ich mich nun vom Viewpoint. Jedoch möchte ich euch eine Aktivität, die man dort machen kann, nicht vorenthalten. Es ist die vielseits bekannte Lucky Lamp. Diese kann man am Resort erhalten und abends mit anderen Gästen gemeinsam in den Himmel schicken. Dadurch, dass der Strand so einsam war und es sonst in dem Moment keine Beleuchtung gab, war das echt wunderschön. Hat dir dieses Video gefallen, dann gefällt dir vielleicht auch eine Buggy-Tour in der Wüste von Peru oder eine Bootsfahrt durch Chao Dok in Vietnam. Mich würde es auch mal freuen, wenn du in meinem Kanal vorbeischaust. Und am Ende wie immer, keine Panik.